Hallo, mein Name ist Raphael Doderer, ich bin Medienbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen. In der Arbeitsgemeinschaft, das sind wir die 5 großen Hilfsorganisationen von Augsburg, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Bayerische Rote Kreuz, die DLRG, dazu kommen natürlich noch die Johanniter und die Malteser. Und wir alle sind heute gemeinsam im Einsatz bei Max 09, dem großen Innenstadtfestival hier in Augsburg. Und ja, da führe ich euch heute ein bisschen durch. Wir schauen uns an, was unsere ganzen Rettungskräfte hier ehrenamtlich leisten. Wir haben in Augsburg über 1200 Ehrenamtliche und davon ist ein Großteil heute ehrenamtlich im Einsatz. Während die einen feiern, sind wir in Bereitschaft und helfen und retten. Hallo, grüß dich. Wer bist du? Hallo, ich bin die Verena. Und was machst du heute hier, dass du nicht draußen bei Max 09 mitfeierst, sondern hier als Sanitäterin im Einsatz bist? Ja, ich bin nicht so ein feierwütiger Mensch. Ich mache lieber den Sanitätsdienst hinter den Kulissen. Und bist du dann alle Tage hier oder wie schaut das bei dir aus? Was machst du hier ganz konkret? Ja, nee, ich bin nur die ersten 2 Tage da. Morgen muss ich auch mal ausschlafen und ja, konkret, je nachdem wie man benötigt wird, hilft man halt eben mit. Was heißt das, man hilft mit? Was hast du denn schon alles machen müssen? Also heute noch nichts, dann halt die üblichen Verdächtigen auf so einem großen Fest, ganz klar. Weiß, glaube ich, jeder, was gemeint ist dann. Okay, das ist unter Rettern natürlich ganz klar, aber wenn du mal ein bisschen erzählst, gab es schon gravierende Einsätze? Nein, bisher noch nicht. Also nichts Erwähnenswertes. Ja, und jetzt schauen wir mal, wer hier Chef des ganzen Platzes von den Maltesern ist, wer hier die ganzen Sanitätsstationen hier mit dem Zelt managt. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Wie heißt du, was machst du hier? Ja, mein Name ist Benedikt Maasdorf und ich bin hier heute die 3 Tage der Einsatzleiter von den Maltesern hier am Behandlungsplatz. Ja, Ben, was ist das? Warum machst du seit Jahren ehrenamtlich bei den Maltesern mit? Ja, ich habe 2001 mit dem Zivildienst bei den Maltesern begonnen und bin da so nach und nach in die Ehrenamtlichkeit hineingerutscht. Immer wieder auch auf Unipartys dann gewesen und dann natürlich jetzt Max 08 seit letztem Jahr. Und heute, dieses Jahr 2009, als Einsatzleiter. Einsatzleiter heißt ganz konkret, was ist deine Aufgabe? Die Sanitäter hier zu koordinieren, Kontakt zu halten mit unserer Leitstelle und ja, hier so die große ganze Versorgung sicherzustellen und ja, zu sehen, dass alles rund läuft. Okay, wir sind jetzt bei der Einsatzleitung angekommen und da hören wir mal, wie die Lage gerade so ist hier bei Max 09. Gut, also ich bin der Lothar Ellenreder, bin einer der Wachleiter, wie wir es nennen, die Einsatzleitung für die Veranstaltung. Ich bin eigentlich von Anfang an dabei, mittlerweile ja auch im Planungsstab des Ganzen. Heute Abend mittlere Einsatzgröße, wir sind mit 50 Helfern im Einsatz, die wir aus der Einsatzleitung koordinieren. Und ja. Und was sind dann die besonderen Herausforderungen hier bei Max 09? Was ist der Unterschied zu einem anderen Sanitätsdienst? Das Problem ist hier einfach die Enge im Innenstadtbereich. Also eine Sportveranstaltung hat ein weitläufiges Gelände, wo sich die Helfer zügig bewegen können. Hier muss man schon darauf achten, taktisch gut verteilt zu stehen, weil man möglichst kurze Wege haben sollte, damit die Helfer im Getümmel nicht stecken bleiben. Ja, jetzt sind wir mal ein Stück durch die Maxstraße gewandert. Man sieht, es ist schon richtig viel los. Und jetzt haben wir gerade 2 Kollegen entdeckt. Einen von den Johannitern, eine von den Rotkreuzlern. Und jetzt schauen wir mal, was die beiden hier so machen. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Was ist eure Aufgabe hier? Wir bewachen diesen Abschnitt und helfen bei Notfällen, bei eventuellen. Okay, wo seid ihr genau eingeteilt? Was ist euer Gebiet? Unser Gebiet geht ungefähr runter bis knapp zur Hallstraße und fast drauf bis St. Ulrich, so tendenziell. Okay, und jetzt fragen wir mal dich, habt ihr denn schon was zu tun gehabt? Ja, also der RTW hat gerade einen Patienten wegverbracht, vorhin in die Hallstraße. Ansonsten für uns ist es momentan noch relativ ruhig hier. Schauen wir mal, was der Abend nur bringt. Okay, zuversichtlich heute den ersten Abend im Einsatz oder die ganzen 3 Tage? Nein, heute den ersten Abend. Schauen wir mal. Okay, dann noch viel Spaß euch. Ja, jetzt haben wir uns mal in einen Rettungswagen begeben, der ist momentan frei. Wir sind bei den Johannitern und am Steuer sitzt Joana. Joana ist Krankenschwester im Klinikum und jetzt fragen wir mal, wie es denn heute Abend ausschaut. Joana, wie war der Dienst? Bis jetzt ganz gut. Wir hatten bis jetzt noch nichts Schlimmes, einmal so einen kleinen Kreislauf, aber war okay, nichts Dramatisches. Joana, jetzt bist du mit einer Kollegin hier auf dem Rettungswagen. Wie ist denn das? Ihr seid 2 Frauen, Rettungsdienst gilt doch immer als Männerdomäne. Wie ist denn das hier im Ehrenamtlichen als 2 Frauen gemeinsam hier den Dienst zu machen? Es ist schon eher eine Männerdomäne, keine Frage, aber
Da, auch wenn ich eine Frau bin, heißt das noch lange nicht, dass ich das nicht schaffe, die Trage aus dem Auto rauszuholen oder auch mal 100 Kilo durch die Gegend zu tragen. Ganz im Gegenteil. Man mag das einer Frau vielleicht nicht ansehen, aber die Kräfte sind trotzdem da. Und gerade in der Notfallsituation mit der Ausschüttung von Adrenalin kriegt man Bärenkräfte. Und das ist überhaupt gar kein Thema. Und es ist einfach spannend und es macht Spaß. Joanna, abschließende Frage. Ist ja jetzt noch früh am Abend. Es ist der zweite Tag von Max 09. Was erwartest du noch für heute Abend? Also erwarten tue ich erstmal gar nichts. Ich hoffe, dass es so bleibt, wie es ist, nämlich ruhig, ohne große Verletzungen. Ich hoffe, dass die Leute weiterhin vernünftig bleiben, sich nicht schubsen und dass der ganze Abend ruhig vonstatten geht und dass es morgen genauso bleibt. Hallo, grüß dich. Darf ich dich mal ganz kurz stören? Was machst du denn gerade? Ich checke unser Auto, ob alles vollständig ist, ob alles drin ist, für die nächsten Einsätze bereit und ja. Du bist von den Johannitern. Was machst du denn bei den Johannitern? Hauptamtlich im Rettungsdienst bin ich seit 8 Jahren, mache Sanitätsdienste, Katastrophenschutz, alles was so anfällt. Ja, du weißt ja sicher auch, es gibt die Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen. Wie findest du das? Ich finde es gut. Wir können immer wieder Ehrenamtliche brauchen, die einfach mitarbeiten, die Spaß dran haben. Das ist einfach eine Vertretung für uns alle. Werbung. Das heißt, das ist für euch ehrenamtlich ein Gewinn? Ja, sicher, denke ich. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat mitzuarbeiten. Jeder ist willkommen. Ja, hallo, servus. Wir sind bei der DLRG gelandet. Wir sind in der Maximilianstraße, gar nicht im Wasser. Was macht ihr denn hier? Wir machen hier genauso Sanitätsdienst wie alle anderen Organisationen der ARGE. Hier ganz normal angeboten in den Landrettungsdienst. Okay, und wie ist euer Abend hier so? Ohne Wasserrettung habt ihr schon an Land retten dürfen? Ja, mehrmals. Kleinere bis größere Dinge, war alles dabei. Das heißt ganz konkret, was war denn so los? Ein Junge mit einem Metallteil in der Hand, ein zweiter Patient oder Patientin mit einer Lebensmittelvergiftung und ein paar kleinere Geschichten. Okay, und das ist jetzt mal eine Alternative zum Retten auf dem Wasser hier, oder? Das ist die Abwechslung dazu, ja genau. Und es macht Spaß? Ja natürlich, sonst wird man es nicht machen. Ja genau, was ist denn dann die Motivation, jetzt heute Abend ehrenamtlich hier zu sein und nicht Party zu machen wie alle anderen auf der Marktstraße? Ja, Party haben wir ja auch ein bisschen, wir hören die Musik, schauen dem ganzen Trubel hier zu und die Motivation ist einfach, anderen Menschen zu helfen. Und was ist es dann, die Motivation, den anderen Menschen zu helfen, alle 3 Tage oder nur heute Abend im Einsatz? Öfter, aber nicht alle 3 Tage. Heute einen Tag und dann wieder beim nächsten größeren Event, wo wir mit eingebunden sind. Okay, super, vielen Dank. Ja, hallo, servus. Wir haben dich gerade hier beim Streifendienst erwischt. Was hast du heute für einen genauen Einsatzauftrag? Ja, mein Einsatzauftrag heißt beobachten und unter Umständen eingreifen und erste Hilfe leisten. Und du hast heute schon erste Hilfe leisten müssen? Ja, eine junge Dame, die mit unklaren Erbrechen, die haben wir dann zu unserem Ruheplatz gebracht. Und dort, denke ich, wird sie sich jetzt wieder erholen. Woher hast du die Erfahrung, dass du dich so gut auskennst in erster Hilfe? 2 Jahre Intensivausbildung, 2 Jahre Anästhesieausbildung, 2 Jahre OP-Ausbildung.